Hallo zur zweiten Ausgabe der eSports News hier auf ESYN TV. Wir haben natürlich einiges zu besprechen heute. Das E-League Major soll das erste Thema sein, worauf wir eingehen wollen. Das ist jetzt erst vor ein paar Stunden beendet worden mit dem Finale Astralis gegen Virtus Pro. Astralis hat unglaublich knapp 2-1 gewonnen und das war schon ein knaller Finale. Also ich denke, wir haben da die zwei besten Teams gesehen, die es momentan auf der Welt gibt, und die haben sich einen tollen Schlagabtausch geliefert. Device hat mal wieder gechoked, ganz schrecklich im Finale. Es war nicht ganz schrecklich, aber er war auf jeden Fall nicht so stark wie in den Spielen davor. Das hat Astralis dann doch nochmal an den Rande einer Niederlage gegen Virtus Pro gebracht, aber Kerbi hat eine tolle Leistung abgeliefert im Finale und überhaupt bei dem Major, und am Ende denke ich durchaus verdient. Es wäre natürlich auch für Virtus Pro verdient gewesen, aber Astralis hat das Ding geholt, am Ende Sieger des Majors. Es gab ein paar Diskussionen um die Location, gerade auch ein paar Spieler haben auf Twitter gesagt, sie hätten doch lieber für einen Major lieber eine große Arena gehabt, eine große Sportarena. Mich würde da mal eure Meinung interessieren, wie ihr das so findet aus Zuschauersicht. Vielleicht waren ja auch einige schon mal in Köln zum Beispiel beim Major dabei und haben den Vergleich. Ich war ja auch beim letzten Major in Köln und war auch in London bei den Pro League Finals in der, das war da im Indigo in der O2 Arena. Das ist aber auch keine große Arena, sondern das ist so eine kleinere Konzerthalle, die da in dem Arenenkomplex in London mit drin steckt, also auch für etwas weniger Zuschauer. Ist jetzt nicht zu vergleichen mit dem Fox Theater beim Major, das ist nochmal eine Ecke größer. Ich fand die Stimmung da eigentlich ganz cool, also für mich muss es nicht unbedingt immer eine Sportarena sein, wobei natürlich klar, so gerade wenn die Leute in ihren Fanblöcken stehen, in Köln in der Lanxess Arena, das war schon ziemlich cool, also schreibt vielleicht mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja, zweites Thema, da kommen wir wohl gar nicht drum herum, ist natürlich Mousebots. Die haben tolles Timing während des Finals. Bei Major haben die bekannt gegeben, dass sie nochmal eine Änderung im Lineup vornehmen. Das Major lief ja für Mousebots überhaupt nicht gut. Haben es wieder nicht geschafft, unter die Top 8 zu kommen und sich dadurch einen Legend-Spot zu sichern. Gegen Team Liquid gab es dann sogar noch mal ein ziemliches Debakel, da ist man total untergegangen und das Ganze hatte jetzt Konsequenzen, und das Problem war dann wohl Chris Jay, zumindest aus Sicht der Mäuse. Der muss nämlich raus aus dem Lineup, wird ersetzt durch Oscar. Oscar war ja schon vorher im Team, ist jetzt wieder von der Ersatzbank zurück ins Stamm-Lineup gerutscht. Ich habe ein ausführliches Video dazu gemacht, My Two Cents Video. Ich frage mich, was man mit dem Wechsel jetzt bezwecken soll, denn so wirklich die Probleme von Mousebots greift das Ganze ja nicht an. Mousebots hat ja eher so taktische Probleme und bräuchte mal einen gescheiten Ingame-Leader, damit sich auch Nico einfach mal aufs Dragon konzentrieren kann und irgendwo auch mal von einem erfahrenen Spieler an die Hand genommen wird. Der ist ja erst 19 und hat auch einfach die große Erfahrung nicht. Ja, und jetzt haut man einen eigentlich ganz guten AWP-Spieler mit Chris Jay raus und holt einen zwar auch sehr guten AWP-Spieler mit Oscar rein, aber ob das die Probleme von Mousebots löst, ich weiß ja nicht. Was ganz klar ist, ist, dass ein Wechsel bei SK Gaming ansteht. Der ist ja schon so gut wie vollzogen. FNX ist ja aus dem Team raus. Dafür hat ja jetzt bei Major schon Fox als Stand-in gespielt. Übrigens finde ich ziemlich gut sogar. Also, obwohl er sich ja einiges an Kritik zuletzt anhören musste, hat er das ziemlich ordentlich gemacht bei SK, finde ich, gerade als Stand-in. Jetzt soll aber natürlich eine langfristige Lösung her, denn Fox hat wirklich nur dieses eine Major gespielt, bleibt natürlich nicht bei SK, das war vorher schon klar. Und es scheint dann doch so, dass Phelps der neue Spieler wird bei SK Gaming. Der ist momentan noch offiziell bei Immortals, aber zeigt sich auf Twitter schon mit einem SK-Pulli. Klar, kann er natürlich vielleicht nur machen, um seine brasilianischen Kollegen zu unterstützen, aber die Gerüchte halten sich so hartnäckig, dass das schon sehr, sehr wahrscheinlich ist. Auf der anderen Seite, es gibt also einen direkten Austausch, soll FNX auch zu Immortals, da gibt es auch schon erste Meldungen, wäre ja auch nur durchaus verständlich, so viele Alternativen gibt es dann jetzt auch nicht unbedingt in Brasilien oder im Bereich der portugiesisch sprechenden Teams, und da will FNX doch sicherlich bevorzugt spielen. Ein Platz bei Immortals wird also zwangsweise frei, wenn Phelps SK geht, warum dann nicht FNX?
Meine Meinung dazu, ich denke, das ist für beide Teams ein ganz guter Transfer. Immortals bekommt ein bisschen Erfahrung von einem Spieler, der schon Majors gewonnen hat, der weiß, wie man ganz oben erfolgreich ist. Das tut dem Team, denke ich, ganz, ganz gut. Und SK Gaming bekommt mit Phelps einen jungen Spieler von 20 Jahren, den Fallen sicherlich auch gut formen kann. Wenn er sich da gut einlebt und sein Talent zeigen kann, ist das, denke ich, auch eine gute Verpflichtung. Zum Abschluss nochmal zwei Meldungen aus Deutschland. Da gibt es natürlich auch Transfers. Auch hier steht das kurz vor Saisonbeginn, ESL-Meisterschaft in erster Linie, steht das ganze Wechselkarussell natürlich nicht still. Leisure hat sich ein neues Team geholt. Die haben das ehemalige Team von Zodiacs verpflichtet. Das spielt jetzt bei Leisure. Leisure hatte ja vorher dieses österreichische Team, das lief ja nicht so erfolgreich. Jetzt soll es das neue Line-Up richten. Es besteht aus Xelbo, Jensen, Amigo und Pardo. Die sind jetzt eben als Zodiacs zuletzt aufgestiegen in der 99 Damage Liga, haben noch eine ziemlich gute Leistung gezeigt in der zweiten Division. 13 Siege, nur 3 Niederlagen. Damit ist dann Leisure jetzt auch in der ersten Division vertreten. Ich bin mal gespannt, was man von dem Team sehen kann. Ich denke, nochmal so einen großen Erfolg wie damals mit dem Gewinn der ESL-Meisterschaft wird man von Leisure nicht erwarten können, jetzt von dem neuen Lineup. Aber ja, wenn es für den Klassenerhalt und vielleicht irgendwo einen Platz im Mittelfeld und ein paar Pünktchen bei der ESL-Meisterschaft reicht, da ist, denke ich, Leisure auch erstmal durchaus gut mit bedient. Ja, der andere Wechsel ist noch nicht offiziell. Das ist ja so ein Thema aus der Gerüchteküche, aber es hält sich schon ziemlich hartnäckig. Und naja, die Vögelchen, die mir was gezwitschert haben, die bestätigen das Ganze, und zwar das neue Oronyx-Lineup. Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass Saiken und Maki dem Team joinen werden. Threeman und Otto mussten das Team ja verlassen nach der vergangenen Saison, und damit haben wir zusammen mit Skrung, Phaser und David K. hätten wir dann ein komplettes Team. Saiken und Maki waren ja zuletzt bei Die Weisen, haben da ziemlich überrascht mit dem Team. Und ja, ich denke, das wäre ein tolles Line-Up, wenn das denn jetzt wirklich so zustande kommt. Ich meine, Skrung schickt schon Fotos auf Twitter vom Bootcamp. Das ist zwar noch nicht offiziell eben, dass die beiden Spieler jetzt da sind, aber es wird schon überall gemunkelt und gemutmaßt und diskutiert, und das ist schon, da kann man von ausgehen, dass das so zustande kommt. Es wäre, wie gesagt, ein gutes Team, sind zwei talentierte Spieler, wäre auch ein richtiger Schritt. Ich denke, unter Skrung könnten sie da einiges lernen und sich weiter verbessern. Und dann muss man definitiv mit Oronix rechnen. Also die haben sich, denke ich, an den richtigen Stellen verstärkt. Und ESL-Meisterschaft, Finals wären sicherlich in der kommenden Saison so schwer wie nie zuvor, weil ja auch Big mitmischt. Aber ich traue Oronix auf jeden Fall einiges zu, auch zu überraschen. Ja, das war's erstmal mit der Ausgabe der eSports News, mit der zweiten Ausgabe. Haut in die Comments einfach euer Feedback, wie ihr das Ganze findet, was euch vielleicht noch fehlt, was man eventuell noch mit einbringen könnte. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich schon in Kürze wieder, denn momentan gibt's jetzt so viele Transfers nach dem Major. Da gibt's einiges zu besprechen.